Also ich habe ihn immer schon bewundert. Ich bin ja als Kind mit den ersten Chaplin-Filmen aufgewachsen, weil mein Vater hatte so einen Super 8-Rekorder, also so einen 8-Projektor. Und die ersten Filme, die ich überhaupt gesehen habe, waren, glaube ich, Charlie Chaplin-Filme. Dann hat mein Vater das Wohnzimmer verdunkelt, hat diesen Projektor aufgebaut und dann haben wir uns so alte Stummfilme angesehen. Also wenn mir jemand gesagt hätte, noch vor einem halben Jahr, du spielst Charlie Chaplin, dann hätte ich gesagt, naja, du, also komm. Natürlich kommt der Tramp auch in dem Stück vor, aber ich spiele ihn eben als den Privatmann mit seinen ganzen Affären, mit den Problemen, die er mit den Frauen hatte. Und dazu musste ich mir natürlich ansehen, wie hat er sich überhaupt so bewegt, wie hat er gesprochen, wenn er eben nicht vor der Kamera stand. Ich habe dann auch versucht, Ballett ein bisschen zu lernen, also die Sachen zu machen, die er macht. Er macht den Entrechat Quatre, das ist so ein Sprung, wo die Beine so hin und her gehen. Das habe ich mit einer Balletttänzerin und einem Balletttänzer geübt. Ich weiß nicht, Chaplin hat das jahrelang gemacht, er konnte das aus dem FF. Ich muss da schon ein bisschen sehr hart arbeiten. Ich habe riesiges Lampenfieber und ich weiß, dass es dann irgendwann mal weg ist, wenn man erstmal den ersten Satz gesagt hat oder wenn man auf der Bühne steht, aber davor, da ist jedes Mal so, dass ich sage, warum habe ich diesen Beruf gewählt, hätte ich nie irgendwie Beamter werden können oder so, dann, es ist furchtbar. Ich werde zum Beispiel einen Song singen, den der Chaplin in Modern Times am Schluss gesungen hat, was auch eine ziemliche Herausforderung war, weil das ein Fantasiesong ist. Der hat also keine richtigen Worte, also der hat schon Worte, aber das ist keine Sprache. Das ist eine Fantasiesprache, die sich Chaplin ausgedacht hat, weil er sagte, der Tramp ist tot, wenn man ihn plötzlich in irgendeiner Sprache reden lässt. Die Leute kennen ihn in jeder Welt, ob er nun in Charlie heißt oder Charlot oder Carlito oder Carlos. Er ist überall der kleine Mann auf der Straße und wenn der jetzt anfängt zu sprechen, dann verliert er seine poetische Ausstrahlung. Das ist dann das erste Mal, dass die Zuschauer überhaupt die Stimme von Charlie Chaplin gehört haben. Schaut euch den Chaplin an.